Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen zu meiner neuen Bücherwoche. Und war das nicht eine tolle Woche? Sie war heiß, sie war sonnig, es war einfach nur grandios. Schon das Wochenende war super schön und dann auch bis Mittwoch bzw. sogar noch der Donnerstag war es ein absolutes Traumwetter. Und dann kam ein Wahnsinnsgewitter, Donnerstagnacht, was mich dann auch die halbe Nacht hat nicht schlafen lassen. Es ging, glaube ich, so bis 2:30 bei uns. Und das war persönlich jetzt nicht ganz so schön. Aber okay, die Natur hat einen Regen gebraucht. Gut, Donnerblitz braucht sie, glaube ich, nicht. Aber zumindest der Regen war dann da. Und damit war der Sommer dann am Freitag auch erstmal so ein wenig vorbei. Die Sonne hat sich dann doch wieder schwer getan. Aber heute am Samstag, ach ja, es ist ein Bombenwetter, nur ja, sehr viel von diesem Wetter werde ich gar nicht so extrem ausnutzen können, weil ich mitten im Küchenumbau ja stecke, ging ja vor 2-3 Wochen los. Wir verlagern ja unsere Küche ins jetzige Esszimmer, was im Grunde das Zimmer zum Balkon bzw. der Terrasse ist bei meinen Eltern. Und wir haben uns dazu entschlossen, eben das größere Zimmer als Küchen-Esszimmer zu nutzen, also als Wohnküche. Und der Umbau ist ja soweit vorbei. Die Wände sind verputzt. Heute muss sozusagen einfach nur die Wand noch sauber gemacht werden und gestrichen werden. Und das gleiche dann auch morgen bei meinen Eltern. Dementsprechend gibt es einiges zu tun. Und aber natürlich so ein bisschen das schöne Wetter wird natürlich genutzt. Und bei uns in der Umgebung gibt es auch ein Seefest, was auch immer super schön ist. Und rückblickend zur Woche kann ich sagen, das ist eine Woche der Extreme war, von ich breche dieses Buch ab bis zum ich suchte dieses Buch. Insgesamt habe ich im Grunde 4 Bücher gelesen, wobei eins davon noch abgebrochen war und ich das andere auch abgebrochen habe. Also von daher, in dem anderen noch mittendrin stecke. Aber eins nach dem anderen. Wie letzte Woche schon erzählt, habe ich in der Lesegruppe Die Erbin mitgelesen von Simone Arnstedt. Ja, das Buch hat mich dann noch bis zur Seite 385, oder ich habe dieses Buch begleiten dürfen, dann war es für uns beide vorbei. Warum und weshalb? Dann natürlich später. Dann habe ich den zweiten Teil von Giants gelesen, Zorn der Götter von Sylvain Novel. Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Letztes Jahr, der erste Teil, war für mich ein absolutes Jahreshighlight und auch der zweite Band ist zu einem auf jeden Fall schon, zumindest auf den Stapel gewandert, der Jahreshighlights. Ein wirklich grandioses Buch. Wieder ganz anders war dann Er und Sie von Mark Levy. Ich habe schon gefühlt, glaube ich, jedes Buch von Mark Levy gelesen. Mal mit mehr und weniger Begeisterung. In diesem Fall habe ich es auch nur bis Seite 150 geschafft und lieber mit einem anderen Buch weitergemacht. Und zwar Der Anschlag von Stephen King. Wir haben jetzt 2/3. Ich glaube, wir sind jetzt nach dem heutigen Leseabschnitt auf der Seite 791, glaube ich. Ja, ich glaube das jetzt mal so. Ja, ein Wahnsinnsbuch und man sieht, dass auch gar nicht mehr so viele Leseabschnitte sind. Es dürften jetzt noch 5 sein. 5. Bis Freitag wird noch gelesen und dieses Buch hat mich komplett in seinen Bann gezogen. Aber wir fangen natürlich von vorne an bei den Büchern. Es gibt auch serientechnisch noch was zu erzählen. Ein cooles Angebot, was ich diese Woche gemacht habe und möchte auch ein bisschen was zum Tauschkonzert dieser Woche erzählen. Aber wir fangen, denke ich, erstmal bei den Büchern an. Und zwar das erste Buch, Die Erbin von Simone Arnstedt, ist erschienen im Oktober 2015 im Lux Verlag, hat ein wunderschönes Cover, wie ich finde. Broschiert kostet es 15 Euro, als E-Book 14. Gebraucht gibt es das aktuell aber auch schon günstiger. Ich habe es, glaube ich, zur Hälfte vom Preis bei Avell im Grunde gekauft. Hat 608 Seiten.
Und ich habe es abgebrochen nach 385. Deswegen stecken hier auch noch die Zettelchen sozusagen drin. Ja, angefixt durch die liebe Paddy hatte ich mir das Buch besorgt, da es eben ja weit entfernt sein sollte von New Adult, weil eben die Protagonisten einfach schon über 30 sind, irgendwie schon im Leben stehen und ich eigentlich auch dachte, dass das so der Fall sein wird. Dann hat Susan dazu eine Lesegruppe ausgerufen und da dachte ich ganz spontan, da mache ich einfach mal mit. Und ich habe ja auch letzte Woche noch so gesagt, die ersten 200, 250 Seiten waren irgendwie okay. Das hat sich dann aber relativ schlagartig auch verändert. Ja, es ist der erste Teil einer Reihe bzw. einer Serie, weil die Geschichten, glaube ich, nicht direkt aufeinander aufbauen und immer andere Charaktere, die man eben schon kennt, behandelt werden. Ich glaube, dann irgendwann sind die Brüder von Natalia dran. Ich habe es dann auch nicht weiter verfolgt. Und die Serie heißt Only One Night. Was ich nicht so richtig nachvollziehen kann, aber ich muss es auch tatsächlich nicht verstehen. Ja, in diesem Buch geht es um die Schwedin Natalia de la Grip, die Unternehmensberaterin ist oder die Unternehmensberaterin in Europa ist, super erfolgreich, in einer erfolgreichen Familie ist, die aber alle gefühlt alles Idioten sind in dieser Familie. Also diese Eltern, finde ich, gehen überhaupt gar nicht. Diese Mutter an Oberflächlichkeit und Boshaftigkeit nicht zu übertreffen. Ein Vater, der nur den Erfolg im Sinn hat, nur seine Söhne im Grunde nach vorne bringen möchte und noch sehr altmodisch denkt und seine Tochter gefühlt, glaube ich, am liebsten hinter dem Herd sehen würde oder vorm Herd. Je nachdem, sucht es euch aus. Eine beste Freundin hat, die gefühlt ständig betrunken hat und es vielleicht tatsächlich Gründe dafür gibt oder eben auch nicht, je nachdem, wie man im Leben steht. Und sie eines Tages auf David Hammer, ja, ich möchte ihn Englisch aussprechen, weil ich das irgendwie, finde. Sie trifft auf David Hammer, der ist Risikokapitalgeber. Ich habe mir das extra mal aufgeschrieben. Er erinnert mich sehr an Richard Gere aus Pretty Woman. Also er kauft Firmen auf, zerpflückt diese, um den meisten Gewinn daraus zu holen. Und hat auch einen Arbeitskollegen oder einen Partner und besten Freund Michel, der auch wiederum die beste Freundin von Natalia kennt. Und ja, beide treffen aufeinander, es funkt gefühlt irgendwie und sie haben heiße Nächte miteinander. Und das Problem ist nur, dass scheinbar David Hammer ein ganz gemeines Spiel spielt, denn er möchte eigentlich die Familie de la Grip am Boden sehen und Natalia ist da wohl nur eine Figur im großen Schachspiel. Ja, grundsätzlich irgendwie könnte man zwar meinen, Steffi, das ist doch gar nichts für dich. Da gebe ich eigentlich recht. Ich muss aber sagen, es klang einfach schon nach einer Liebesgeschichte. Ich mag auch Pretty Woman und auch wenn Natalia de la Grip jetzt nicht die Prostituierte auf dem Strich ist, wo Richard Gere vorbeifährt mit seinem, ich weiß schon gar nicht mehr, was für einem geilen Auto, sondern selbst einfach im Leben steht, erfolgreich ist und eigentlich man meinen könnte, sie weiß, was sie will, dachte ich, das könnte tatsächlich einfach eine schöne Liebesgeschichte sein und natürlich mit der einen oder anderen Intrige, von mir aus auch mit der einen oder anderen Zickigkeit. Leute, es ist aber einfach keine Liebesgeschichte. Ich konnte da keine Liebe entdecken. Ja, es gibt Leidenschaft, ja, es gibt Lust und alle beide, wenn sie sich immer wieder treffen, haben sie sofort eine Anziehung und landen dann eigentlich im Bett und merken, wie perfekt sie da zueinander passen. Aber gefühlt unterhalten sich beide überhaupt nicht und es gibt gar keine Zeit, um sich zu verlieben. Und eines Tages hat aber Natalia dann trotzdem dieses Gefühl und dann passieren auch noch allerlei andere Dinge und ich konnte irgendwann einfach nicht mehr weiterlesen. Ich konnte dieser ganzen Geschichte einfach keine Glaubwürdigkeit entgegenbringen und jetzt kann man sagen, Steffi, du liebst Herr der Ringe, ist auch nicht sehr glaubwürdig, da gebe ich recht, dann ist es aber einfach Fantasy und damit lebe ich dann, aber in einem Roman, in dem es um echte Menschen geht, um echte Gefühle, um echte Dinge, die passieren können, sollte auch ein bisschen Realität sein und das war hier gefühlt einfach gar nicht. Die beiden haben sich benommen, gar nicht so, wie man es erwartet von Anfang 30-Jährigen. Man hat im Grunde doch wieder New Adult, weil die sich benehmen wie 12. Ich fand es unglaublich anstrengend, Natalias Gedanken zu folgen und auch David war mir absolut unsympathisch und ich kann auch keine Schwärmereien für ihn nachvollziehen, weil ein Mann, der ständig denkt, sie ist mein und sie ist perfekt und sie gehört mir. Also so ein Kerl, da vorne ist die Tür, da fliegt er raus. Also es tut mir echt leid. Ich fand seine Gedanken überhaupt nicht nachvollziehbar und ich will sowas nicht lesen.
Und ich möchte sowas auch nicht wissen. Das können Männer gerne denken und das wird auch tatsächlich der Fall sein. Das möchte ich gar nicht abstreiten. Aber für mich war das einfach, wo ich dachte, ja, ich habe es jetzt auch verstanden. Und dass sie im Bett so gut zusammengepasst haben, ja, das ist auch schön. Und dann passiert etwas hierin, was schon mal total an den Haaren herbeigezogen ist, weil ich einfach nicht glaube, dass das jemandem wie Natalia de la Grippe passiert, geschweige denn einen David Hammer. Und man fragt sich so, Leute oder Autorin, wie für bescheuert hältst du uns einfach? Die Charaktere haben sich auf einmal ganz anders verhalten. Sie waren überhaupt nicht mehr im Leben gestanden. Sie sind dann sogar der Meinung, ach, eigentlich möchte ich gar nicht immer die Starke sein. Und ich denke mir, hallo, entweder ist man als Mensch stark oder man ist es nicht. Man kann nicht 24 Stunden so tun, als wäre man das und wünscht sich dann, man ist es nicht. Also das ist so, ach, so eine verquere Welt und ich fand das einfach nicht gut. Und dann passierte da eben etwas und wie dann die Eltern darauf reagiert haben, das war für mich einfach der Punkt, dieses Buch zuzuschlagen und nicht mehr aufzuschlagen. Und auch wie sie, Natalia, darauf reagiert hat, habe ich echt gedacht, oh Leute, wie bescheuert haltet ihr mich eigentlich? Nein. Es tut mir unglaublich leid. Ich habe mich auf eine Liebesgeschichte zwischen Erwachsenen gefreut, mit ein, zwei Schwierigkeiten. Hier drin ist aber keine Liebesgeschichte. Es ist im Grunde eine Sexgeschichte, in der Dinge passieren, die uns suggerieren sollen, dass es romantisch ist. Und das ist es für mich einfach nicht. Dementsprechend habe ich es nach 385 Seiten abgebrochen, also im Grunde schon mehr als die Hälfte. Ja, man hätte vielleicht auch weiter, aber ich habe mich einfach so geärgert und ich wollte auch nicht mehr und ich habe diesen ganzen Sinn nicht verstanden dieser Geschichte und was man uns mit so einer merkwürdigen Beziehung dieser beiden Charaktere eigentlich erzählen möchte. Dementsprechend werde ich natürlich die Reihe nicht, die Serie nicht weiterlesen und mal gucken, was ich mit diesen Büchlein anstelle. Vielleicht findet sich eine Freundin oder ja, irgendwie jemand, der vielleicht auch, was weiß ich, eben mit New Adult irgendwas anfangen kann. Ich muss ehrlich sagen, es ist für mich nicht verständlich, wie ich aus 30-Jährigen noch New Adult basteln kann, weil das ist einfach nicht New Adult. Punkt. Und ich verstehe nicht, warum man die Charaktere so merkwürdig innerhalb der Geschichte verändert, die am Anfang noch so sind, wie sie sind, wie 30-Jährige sind. Und ich meine, ich verhalte mich manchmal auch wie ein Kind. Ich habe auch manchmal Tage, da fühle ich mich wie 12. Aber ich weiß auch nicht, das passte einfach nicht. Und man lernt doch auch irgendwie aus seinem Leben und seinen Jahren. Und ja, hier definitiv nicht. Dementsprechend bin ich ganz froh, es nicht weitergelesen zu haben. Ja, voller Frustration dachte ich dann, was liest du als nächstes? Und ich habe zu Giants, Zorn der Götter gegriffen von Sylvain Neuvel. Hier habe ich den ersten Teil ja im letzten Jahr gelesen, war ein absolutes Jahreshighlight. Und dieses Buch ist jetzt am 9. Mai dieses Jahres im Heine Verlag erschienen, kostet als Taschenbuch 15 Euro, als E-Book 12, hat 480 Seiten und es ist der zweite Teil einer Trilogie. Ich gehe davon aus, dass der dritte Teil im nächsten Jahr erscheinen würde. Er ist leider noch nicht auf Englisch erhältlich. Ich denke aber, dass wir noch in den Genuss des dritten Teiles kommen und ich brauche den auch, weil das Ende vom zweiten Teil ist schon ziemlich gemein, wo es endet. Aber gut, natürlich ganz spoilerfrei. Ja, um was geht die Geschichte? So direkt jetzt was aus der zweiten Geschichte zu erzählen, ist schwierig. Im ersten Teil der Geschichte ging es darum, dass ein junges Mädchen eine riesengroße Hand findet und im Grunde in dieses Loch stürzt und ja, im Grunde somit eine riesen Hand findet. Und ja, nach und nach, ja, wird also zum einen wird unser Mädchen erwachsen und wird da Physik irgendwas Professorin, ich weiß es gar nicht mehr so genau, was sie war, ja, hat eben mit allerlei dieser Dinge im Grunde zu tun und es geht eben die Suche los nach anderen Körperteilen und diese werden auf der Welt dann mehr oder weniger auch gefunden. Und nun stellt sich natürlich die Frage, was hat es mit dieser riesengroßen Hand auf sich? Wer hat ja, die im Grunde auf der Erde vergessen? Wer hat sie verbuddelt? Um was handelt es sich dabei? Hat es etwas mit Göttern oder gar Außerirdischen zu tun? Und da wir hier im Sci-Fi-Bereich sind, kann man sich vielleicht denken, wer im Grunde die Hand hier zurückgelassen hat. Und der erste Teil war einfach grandios. Die, ja, der Erzählstil ist ein ganz anderer. Man hat Passagen, die lesen sich wie ein Tagebuch. Man hat Logbücher, man hat Interviews, man hat ja, Funksprüche. Eine wirre Mischung hat man das Gefühl, die aber alles miteinander wirklich einfach Sinn ergeben und ein unglaubliches Gefühl des Dabeiseins im Grunde vermitteln. Man hat wirklich das Gefühl, man sitzt vor diesen Akten und man liest diese Logbücher und man liest das Tagebuch
des ein oder anderen Charakters, der in der Geschichte wichtig ist. Und dann gibt es eben noch die Interviews von jemanden, ja, wo wir nicht wissen, wer das ist. Und man hat das Gefühl, man ist es selbst. Und es ist ein grandioser Schreibstil im ersten Teil gewesen, der im zweiten Teil verfeinert wurde und gefühlt noch besser, noch spannender und noch packender war. War der erste Teil schon ein Jahreshighlight, ist der zweite gefühlt noch ein Stern besser und es ist wirklich der Hammer. Also dieser Schreibstil, diese Mischung aus unterschiedlichen, ja, Stilen mag ich unglaublich gerne. Ich finde, es passt perfekt zu Science Fiction und man bekommt so eben einfach ein Gesamtbild von den Dingen, die auf der Erde passieren, die in dieser Welt passieren, die mit den Charakteren passieren. Und es gibt Wendungen im zweiten Teil, der im Übrigen schon ziemlich nah nach dem ersten Teil im Grunde weitergeht. Und es passieren Dinge, mit denen hätte ich nie gerechnet, dass das Buch in diese Richtung geht. Es passieren katastrophale Dinge und man hat ständig das Gefühl, man müsste erstmal ganz schnell tief Luft holen, weil man so geplättet ist von dem Gedanken, der da passiert, dass man total sprachlos eigentlich vor diesem Buch sitzt und man eigentlich nur noch wegsuchtet und nochmal eine Seite und noch ein Kapitel, noch ein Kapitel. Und es war wirklich der Hammer. Eine unglaublich tolle Geschichte, die zum Teil schon sehr dystopisch wirkt, weil sich die Geschichte in eine Richtung entwickelt, mit der man am Anfang eben überhaupt nicht gedacht hat und es fühlt sich einfach erschreckend real an. Also man hat tatsächlich das Gefühl, das könnte so passieren und ich finde sowas immer unglaublich erschreckend. Das macht natürlich Science Fiction zu dem, was es ist. Klappt für mich nicht immer, weil manches ist mir doch zu abgedreht. Aber hier hatte ich das Gefühl, dass die Menschen darauf so reagieren könnten, dass alles andere so passieren könnte und war für mich wirklich Hammer. Es war eine Geschichte, die mich total weggeflasht hat, die ich nur auch weggelesen hatte und ich bin mega gespannt, wie diese Reihe endet, wie diese Idee endet, was der Autor da noch draus macht, wo er uns hinbringt und ich fand es wirklich grandios. Ich finde kein anderes Wort dafür. Ich bin wirklich beeindruckt von diesem Schreibstil, von diesem Gefühl, was es in mir auslöst, was es übermittelt. Es ist eine Geschichte, die einen lange noch zum Nachdenken bringt und man wirklich so das Gefühl hat, man hat da Bilder im Kopf und die verfolgen einen bis in die Träume und das ist bei mir immer ein Zeichen, dass mich eine Geschichte bewegt und berührt hat. Das finde ich wirklich Hammer, also dass man wirklich, ja, eine grandiose Science-Fiction-Geschichte, wer so etwas mag, ist hier absolut richtig und wer neugierig ist, was es eben mit der großen Hand und den anderen Körperteilen auf sich hat, sollte unbedingt diese Reihe sich mal angucken. Phil hat dazu auch ein sehr cooles Reihenvideo gemacht, ich packe es mal in die Infobox. Weil ich finde, er hat es auch wirklich super gut rübergebracht, was diese Reihe ja in einen so auslöst. Und guckt da einfach mal vorbei, wenn ihr ein paar mehr Details wollt. Und ich bin jetzt mega, mega gespannt auf den dritten Teil und freue mich da wirklich sehr drauf. Ja, nach diesem Knaller war es eigentlich schwierig zu sagen, was lese ich als nächstes. Habe mich dann, ja, für eine Liebesgeschichte, nachdem ja die Erbin keine war, für eine Liebesgeschichte entschieden. Und zwar von einem Autor, den ich schon seit Jahren folge, mich immer wieder auf seine neuesten Bücher freue, von Marc Levy. Und zwar sein neues Buch, Er und Sie, eine Liebe in Paris. Das Buch ist am 22. Mai diesen Jahres im Lanvalet Verlag erschienen, kostet broschiert 15 Euro, als E-Book 12. Und hat 352 Seiten. Eine Geschichte, die mich durchs Cover angesprochen hat, durch den Klappentext angesprochen hat und natürlich, weil es von Marc Levy ist, der ja wirklich ganz wunderbare Liebesgeschichten schon geschrieben hat. Er tendiert auch manchmal zu so einer Mischung aus Liebesgeschichte und Thriller. Manchmal hat man auch so einen Krimi-Anteil. Ich glaube, das war das Buch vor 2 Jahren. Und ich habe mich aber hier auf eine schnulzige Liebesgeschichte gefreut. Ich habe das Buch abgebrochen nach 150 Seiten. Ja, es ist nicht ganz die Hälfte. Ich habe auch noch lange mit mir gerungen. Ich muss aber ehrlich sagen, ich kam einfach nicht in diese Geschichte hinein. In der Geschichte dreht es sich um die, ja, sehr erfolgreiche Schauspielerin Mia, die ja so ein bisschen an einem Scheideweg in ihrer Beziehung oder in der Ehe zu ihrem Mann steht, der ebenfalls Schauspieler ist. Und sie zieht kurzerhand von London nach Paris. Sie ist ja sehr erfolgreich, sie wird überall erkannt und ja, weiß noch nicht so recht, wie sie auch mit diesem Ruhm jetzt in Paris umgehen soll, trifft dann
Den Schriftsteller Paul. Dieser kommt aus Los Angeles und ist gar nicht so erfolgreich und kämpft sich im Grunde so ein bisschen mit dem, ein bisschen, was er mit seinem Buch jetzt verdient hat, so durchs Leben. Er hat eben kaum Erfolg und trifft jetzt eben auf die erfolgreiche Mia und sie treffen sich in einem Café und merken eigentlich, es ist eigentlich nicht die richtige Zeit, um sich kennenzulernen. Und beide überlegen eben nun, wie und was können sie miteinander tun? Können sie irgendwie miteinander vielleicht doch ein Leben aufbauen? Und leider sind diese Fragen und diese Charaktere einfach nur schrecklich langweilig gewesen. Der Schreibstil hat sich für mich überhaupt nicht gut angefühlt. Ich bin gar nicht in diese Geschichte gekommen. Man ist unglaublich entfernt von dem Protagonisten. Man hat irgendwie einen Erzähler, der gefühlt alles weiß und einen auf Distanz zu den einzelnen Charakteren hält. Und man hat eben das Gefühl, die Geschichte erzählt einem jemand, der aber gar nichts mit diesen beiden Charakteren zu tun hat und auch nicht will, dass man irgendwie sich einfühlen kann. Also ich kann es gar nicht anders sagen. Ich hatte tatsächlich das Gefühl, wie wenn ich auf Distanz gehalten würde, an der langen Leine gehalten werde, damit ich ja nicht Gefühle entwickeln könnte und irgendwas empfinden könnte. Das fand ich unglaublich schade. Zudem gibt es Szenen und auch Zeitsprünge, die mich total verwirrt haben, die mich nicht abgeholt haben, die das Lesen unglaublich schwer gemacht haben. Und man bekommt auch kein Gefühl für eine Stimmung, für eine Atmosphäre, weil sobald man ansatzweise eintaucht, wird man wieder rausgezogen. Und das ging alles unglaublich schnell. Ich habe überhaupt nicht mitfolgen können, gar nicht begreifen können, was gerade wie und wo passiert. Und ich fand auch, dass die Protagonisten, also sowohl Mia wie auch Paul, unglaublich merkwürdig reagiert haben, dass sie Dinge getan haben, die nicht nachvollziehbar sind. Und ich konnte mich einfach in keinen einfühlen. Und das, finde ich, macht sich einfach schwierig in so einer Liebesgeschichte, in der es ja um Gefühle gehen soll. Und ich hatte einfach keine Lust. Und es ist auch gefühlt überhaupt nichts passiert. Man hatte 20 Seiten, in denen irgendwie eine Szene erzählt wurde und man dachte, ja, und wann geht's denn mal weiter? Und wann passiert denn mal was? Und ich wollte einfach nicht mehr. Ich habe nach 100 Seiten schon mal gedacht, ach Steffi, oh. Dann dachte ich, okay, so die Hälfte solltest du vielleicht schon lesen. Habe ich dann nochmal hingesetzt, habe 40-50 Seiten gelesen und dachte einfach, nee. Steffi, es ist einfach nicht dein Buch, es ist nicht der Mark Levy, den du kennst und liebst, und der macht einfach keinen Spaß. Also es tat mir unglaublich leid, weil ich sonst wirklich ein Fan seiner Geschichten bin, aber bei Er und Sie, und ja, es kam auch kein Paris-Feeling für mich auf, und ach, ich habe einfach den Sinn dieser Geschichte nicht verstanden. Ich weiß nicht, wo der Autor mit mir hin will, was er mir mit den Charakteren sagen will, was er mir übermitteln will, und ja, ich konnte dem einfach nicht folgen und es tut mir unglaublich leid, aber ich hätte es einfach nicht weiterlesen können und ich fand es unglaublich langweilig. Ja, der zweite Flop sozusagen in dieser Woche und passiert natürlich ganz anders. Ja, wie ihr seht, wirklich von einem Extrem in das andere. Der Anschlag von Stephen King. Wir haben 2 von 3 Wochen sozusagen jetzt schon darin gelesen. Das Buch ist im Juni 2013 zum Heine Verlag erschienen, kostet als Taschenbuch aktuell 13 Euro, als E-Book 10, gibt es aber gebraucht auch schon günstiger, gibt es auch bei Audible, kann man also auch hören. Und es hat 1072 Seiten. Wir lesen das jetzt seit dem 11. Juni in einer Lesegruppe, in der wir wohl dann auch nach dem Lesen gemeinsam uns die Serie anschauen werden und vielleicht das ähnlich machen wie beim Lesen, dass pro Folge wir einen Post erstellen und man da einfach ein bisschen über die einzelnen Folgen dann auch diskutieren kann. Ich freue mich sehr auf die Serie. Ja, um was geht es im Anschlag? Es ist natürlich unglaublich schwierig, eine Story von über 1000 Seiten jetzt in 5 Sätzen zu erzählen. So im Groben kann man sagen, wir begleiten hier Jake, einen Mann Anfang, Mitte 30, der zufällig durch ein Zeitportal stürzt und im Jahr 1958 rauskommt. Dann von dem Diner-Besitzer Al erfährt, wo das Portal im Grunde auch ist, dass auch er schon immer mal wieder in dieser Vergangenheit war und eben Dinge verändern wollte und auch verändert hat. Und immer, wenn man wieder zurückkehrt, macht man alle Änderungen rückgängig. Das heißt, zum Beispiel, ich reise jetzt da zurück, ändere
was könnte ich ändern? Ja, irgendwas Unwichtiges, also was man, ja, also stell mal vor, ich reise in die nächste Woche zurück und bestelle anstelle einer weißen Küche eine rote, komme nach heute zurück, habe eine rote Küche, würde ich das nächste Mal zurückreisen und wieder ohne irgendetwas zu tun herreisen, hätte ich trotzdem wieder die weiße Küche. Also versteht ihr, es gibt eben immer diesen festen Vergangenheitsstrang und wenn ich etwas ändere und wiederkomme, haben sich meine Veränderungen irgendetwas getan. Reise ich aber zurück, sind diese Veränderungen dann wieder rückgängig gemacht und ich muss sie im Grunde wieder von vorne machen, um das gleiche Ergebnis zu haben. Ich hoffe, man hat es jetzt verstanden, finde ich eine brillante Idee von Stephen King, das so zu lösen. Und es ist natürlich nicht Absicht, warum wir im Jahr 58 rauskommen, denn Stephen King beschäftigt sich hier damit, ja, könnte man das Attentat, den Anschlag auf John F. Kennedy im Jahre 1963 vielleicht verhindern? Und was passiert, wenn man es verhindert? Man macht ja, ja im Grunde den Anschlag für viele Dinge im Nachgang, ja im Grunde für etwas verantwortlich. Man sagt ja zum Beispiel, dass vielleicht der Vietnamkrieg nicht ausgebrochen wäre, wenn John F. Kennedy noch Präsident gewesen wäre und auch allerlei andere Dinge, die anders gelaufen wäre. Keine Frage, ob jetzt wirklich sich alles so verändert hat, wie man sich das als Amerikaner vielleicht wünscht. Ich weiß nicht, ob man John F. Kennedy da vielleicht nicht zu viel des Guten zuspricht, aber ich glaube tatsächlich, dass die Amerikaner auch den Anschlag auf den Präsidenten nicht so ganz überwunden haben und es ist auch einfach schwierig zu begreifen, dass ein normaler Mann wie ja, Harvey Lee Oswald dahergehen kann und eben den Präsidenten erschießt und ja, insofern es tatsächlich Lee Harvey Oswald war. Es gibt ja auch hier genügend Verschwörungstheorien, die ich gerne mal lese und da einfach meine eigenen Gedanken zu habe. In diesem Buch geht man aber jetzt davon aus, dass es erstmal Lee Harvey Oswald war, meine Güte. Und Jake bekommt den Auftrag von Al zurückzugehen und ja, nebenbei im Grunde das Attentat auf JFK zu verhindern. Soweit bin ich persönlich aber noch gar nicht, denn noch bin ich auf dem Weg dahin, dass Jake eben allerlei Dinge in der Vergangenheit tut, Menschen trifft, vielleicht das Leben beeinflusst und ja, auch sein eigenes Leben sich oder sein eigenes Leben verändert. Und man muss im Grunde ja 5 Jahre aushalten, wenn man, ne, von 58 zu 63. Und hat da natürlich ganz viel Zeit, um Dinge irgendwie in die richtigen Bahnen zu locken. So beobachtet er natürlich Lee Harvey Oswald und allerlei andere Menschen und ja, bekommt natürlich durch gewisse Wetteinsätze dann auch ein bisschen Geld und ja, gönnt sich da den ein oder anderen Oldtimer, wenn man so möchte. Und ja, also Stephen King hat eine Geschichte sich ausgedacht und ausformuliert, die einfach nur episch, grandios und ja, ohne Worte eigentlich ist. Eine Geschichte, die mich total in den Sog gezogen hat, die mich total fesselt, mitnimmt, zum Nachdenken bringt, die zeigt, wie die Zeit war. Und das Lustige ist ja tatsächlich, so lang ist ja 1958 oder auch die 60er Jahre noch gar nicht zurückliegend. Und man aber trotzdem denkt, es fühlt sich unglaublich weit an. Und nicht nur Jack macht eine Zeitreise, sondern auch wir selbst. Denn das fühlt sich einfach so echt an. Man bekommt mit, wie die Menschen damals getickt haben, wie Ehen funktioniert haben, wie Frauen noch nicht das Recht hatten, was sie heute haben, wobei, da könnte man jetzt auch wieder drüber streiten, aber das machen wir nicht. Also es gibt hier einfach Dinge, die einen vor Schreck, ja, einfach einem nicht gut tun, denn dieses Zwischenmenschliche, wie das gelaufen ist, wie auch, ja, zum Beispiel die Kuba-Krise zum Beispiel von den Menschen empfunden wurde. Wir wissen, also ich zumindest auch einfach Deutsche bin und natürlich nicht die amerikanische Geschichte studiert habe oder mit Amerikanern darüber gesprochen haben, die zur damaligen Zeit gelebt haben. Natürlich nur, was uns in Berichten und Reportagen über diese Kuba-Krise erzählt wird. Und man kennt natürlich auch den Film von Oliver Stone und na, das Geschichtliche. Da wird aber natürlich ganz oft einfach nur das Politische beleuchtet. Und das fand ich hier total faszinierend, dass wir eben die Angst der Menschen zu spüren bekommen und die nicht wussten, was passiert und eben nicht politisch waren und die Geschichte auch noch nicht geschrieben waren, sodass wir natürlich ganz locker sagen können, ja, das ging doch gut aus, ohne zu spoilern, aber
der Mensch in der Zeit das ja nicht wusste. Und da hat ja Heinrich der VIII., also Henry Tudor, auch etwas sehr Schönes gesagt. Ich krieg's nicht mehr wortwörtlich hin. Geschichte beginnt eben ja dann erst, wenn ein Abschnitt beendet ist. Und ja, im Grunde können wir heute über etwas sprechen. Wenn wir mittendrin sind, wissen wir natürlich nicht, was in 30 Jahren mal jemand über unsere Geschichte erzählt, in der wir uns jetzt befinden. Also ich hoffe, ihr versteht. Ich bin, glaube ich, ganz wirr. Ja, ein grandioses Buch bisher. Ich bin sehr gespannt, was die nächsten 5 Abschnitte noch bringen werden. Und ja, freue mich wirklich sehr darauf und bin absolut gefesselt und glaube tatsächlich, dass das ja, zu einem meiner nächsten Lieblings-Kings avancieren wird und wahrscheinlich schon ist, weil ich es einfach toll finde. Und ich finde einfach die Gedanken von Stephen King toll. Und ja, wir sind hier zum Beispiel auch in Dallas und waren auch in Derry. Und Derry ist ja eine Anspielung an S. Und wir sind eben zu einer Zeit da, als eben auch S unterwegs ist. Und das war so creepy und gruselig und es sind so viele Anspielungen. Ach ja, ich bin jetzt schon begeistert. Also ich glaube, sehr viel falsch machen kann er nicht. Ich ahne Schlimmes. Und glaube auch, dass die Vergangenheit sich nicht beschwupsen lässt. Und bin sehr gespannt, wo es hinführen wird. Und ja, freue mich dann auch auf die Serie. Wer also dann noch Lust hat, nach dem Lesen sich die Serie anzugucken, ich packe natürlich mal ja, die Lesegruppe in die Infobox. Und ja, da werden wir, denke ich, dann auch einfach gemeinsam so ein bisschen Serie suchten, ob wir da wirklich jeden Tag dann eine Folge gucken. Schläft mir das Bein ein. Kann ich jetzt noch nicht sagen, aber ich denke mal, wir werden auf jeden Fall ja, Posts für jede Folge machen und da dann einfach gemeinsam lesen. Ja, auch ein gemeinsam Lesen ja, ist geplant für den Juli und zwar Fireman von Joe Hill. Wir befinden uns ja im Stephen King-Universum, denn Joe Hill ist ja der Sohn von Stephen King und ja, Fireman ist das neueste Buch und es sind so ein paar Gedanken uns beim Austausch gekommen, dass so mancher tatsächlich Fireman auf dem Sub hat. Und da ich ja im August wahrscheinlich mit der Dunklen Turm-Reihe mache, passt das jetzt eigentlich ganz gut im Juli, Fireman hineinzupacken. Ich glaube, das Buch hat auch nur 700 Seiten. Dementsprechend ist man da in 2 Wochen, denke ich, auch ganz gut durch. Ja, auch dazu findet ihr die Lesegruppe dann jetzt, die neu erstellt ist, in der Infobox. Wer also Lust hat, Fireman ab Anfang Juli zu lesen, also ist noch nichts eingeteilt. Und ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, dass wir es einfach Anfang Juli lesen. Vielleicht ab dem 3., 4. Juli einfach mal gucken. Ich habe mich da spontan jetzt gestern am Freitag dazu entschlossen, beziehungsweise glaube ich schon Donnerstag die ersten Gedanken gehabt. Wer also Lust hat, da mitzulesen, mal einen Joe Hill zu lesen, der ist hier auf jeden Fall willkommen. Vom Klappentext her macht es einen sehr dystopischen Eindruck und es gibt ja sehr unterschiedliche Meinungen in diesem Buch. Die ersten, die sagen, oh, die ersten 300 Seiten waren geil, dann wurde es langweilig. Chrissy hat zum Beispiel gesagt, oh, die ersten 200 Seiten, da bin ich fast eingeschlafen, dann wurde es toll. Ja, ich glaube, dass da ein gemeinsam Lesen einen auf jeden Fall beim Durchhalten hilft, sollte es wirklich einfach mal eine lange Strecke geben. Ich habe ja, ich glaube, bisher einen Joe Hill gelesen, den zweiten auf dem Sub und, ja, also jetzt 2 auf dem Sub. Also von denen, also es gibt ja mehr Bücher, wie ich jetzt auch erfahren habe. Also ich habe Christmasland gelesen und, ja, ja. Also es ist jetzt mein zweiter Joe Hill, ich muss mal nachdenken, ich glaube, so ist es. Ja, ich glaube, ja, oder habe ich den anderen auch schon gelesen? Ich krieg's gerade nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall Fireman ab Anfang Juli und guckt einfach mal in die Infobox, wenn ihr da Lust habt. Ja, dann seid ihr da auf jeden Fall herzlich willkommen. Dann habe ich in dieser Woche beendet Downton Abbey, die letzte Staffel Nummer 6. Ja, theoretisch könnte das Bild der DVD schon spoilern, wie mir Thorsten erzählt hat. Ja, eine Serie, die mich wirklich total begeistert hat, die mich auch jetzt mit einem Hangover zurücklässt. Ich gerade nicht weiß, welche Serie ich gucken will. Und ja, mich Doctor Who und Leftovers zwar anlächelt, ich aber denke, ach ja, ich schwelge noch ein bisschen in Downton Abbey-Erinnerung. Es ist eine Serie, die einen total entschleunigt, die Spaß macht, die einen auch eine Zeitreise ermöglicht in die 1919 bis 1924 spielt ja die Story und ganz tolle Charaktere hat, tiefsinnig ist, lustig ist, viel Drama hat und aber nie so, dass ich denke, ach nee. Na, also es ist auch so eine Spur, Kill Your Darlings hatte ich an mancher Stelle den Eindruck.
So ein bisschen wie George R. R. Martin und eine tolle Serie, absolute Empfehlung. Ich bin so froh, dass ich sie auf DVD habe, denn ich glaube, der nächste Winter naht und dann ist das eine Serie, die auf jeden Fall nochmal geschaut wird und nochmal und nochmal. Und ja, absolut toll und ich danke wirklich für jeden, der mir die empfohlen hat und ja, freue mich, dass ich sie angeguckt habe. Dann gab es ja ein Angebot bei Müller, dem ich nicht widerstehen konnte. Es gab Sherlock, ja, die vierte Staffel. Ich selbst habe ja Staffel 1 bis 3 noch nicht hier, habe es ja auf Netflix geguckt. Ich muss aber sagen, sie ist schon bestellt. Ja, ich konnte auch nicht anders. Ja, Sherlock, die vierte Staffel, lief ja auf ARD über Pfingsten und ich bin ja absolut gesherlockt. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ich hätte nie gedacht, dass mich etwas so schockverlieben kann. Ich glaube, das hatte ich das letzte Mal. Ja, ich denke so Harry Potter war sowas. Ich glaube auch Herr der Ringe war sowas. Game of Thrones war nicht direkt schockverliebt, aber ich glaube auch schon so ein ähnliches Gefühl. Und ja, auf jeden Fall Sherlock. Mich haben diese beiden Charaktere total in den Bann gezogen. Benedict Cumberbatch als Sherlock Watson und Martin Freeman als John Sherlock Holmes und John Watson. Oh meine Güte. Ich bin total geflasht. Ich kann es gar nicht sagen. Und ja, die DVD gab es, glaube ich, für 17,99 und ich hatte noch einen 10% Coupon. Da hat sich das natürlich gelohnt. Und weswegen ich es bei Müller gekauft habe, war, es gab eine geile Sherlock-Tasse dazu, die jetzt zu meiner Lieblingstasse avancieren wird. Hier steht einfach nur Sherlock Consulting Detective drauf und ja, finde ich großartig. Also ich, ja, also die Tasse ist jetzt natürlich nice to have, ist jetzt kein absolutes Muss, wobei für so einen Fan, also ja. Hier werde ich jetzt also meinen Morgentee sozusagen daraus trinken oder meine heiße Schokolade. Und ja, gab es bei Müller die Tassen nur, solange der Vorrat reicht und ja, die DVD. Und ich habe es jetzt vorhin schon gesagt, ja, ich habe die Staffel 1 bis 3 bestellt, denn ich habe ja ein paar Bücher, DVDs und Spiele verkauft, sowohl bei Rebuy wie bei Medimobs. Und hatte dann jetzt von Medimobs ja, die Info, ja, ihr Verkauf ist soweit abgeschlossen, bitte geben Sie die Auszahlung frei. Und man bekam oder bekommt bei Medimobs, ich glaube ähnlich wie bei Rebuy, einen Aufschlag, wenn man im Grunde das Geld nicht ausbezahlt, sondern für den nächsten Einkauf benutzt. Und Momox gehört ja zu Medimobs, ne? Und ich hatte bei Momox im Grunde etwas verkauft und hatte dann diese 20% drauf. Hab dann mal geguckt, ob es zufällig Sherlock 1 bis 3 gibt. Und ja, sie gab es im Schuber. Und war, glaube ich, 10 Euro günstiger als neu und war sehr guter Zustand. Und ich habe ja nichts gegen gebrauchte DVDs, insofern sie funktionieren und alles passt. Und ich hatte da bisher auch wirklich immer sehr, sehr viel Glück. Also wie bei Downton und auch Game of Thrones. Und ja, ich glaube, die Tudors waren, glaube ich, auch gebraucht. Ja, von daher alles gut. Und ja, habe dann eben ja, mir diesen DVD-Schuber bestellt und ich glaube noch drei Bücher dazu, unter anderem ein Buch, was mir empfohlen wurde in Zusammenhang mit Downton Abbey. Ich weiß nicht, wenn es euch interessiert und das Paket diese Woche kommt, kann ich gerne ein kleines Medimobs-Unpacking machen. Es wird nicht viel, weil wie gesagt, das ist der Schuber und drei Bücher, aber ja, für ein kleines Video, wenn ihr da Lust habt, vielleicht auch einfach zu den Erfahrungen vom Verkauf und so, na, dann könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich denke, so ein kleines Unpacking sollte auf jeden Fall drin sein. Dann gab es die Woche auch noch eine sehr geile Folge von Sing Meinen Song, das Tauschkonzert. Ich selbst bin ja da ein Fan der ersten Stunde und habe auch die ersten drei Staffeln, glaube ich, mit Xavier komplett gesuchtet. Meine Lieblingsstaffel, ja, die erste war schon sehr gut. Auch mit Andreas Borani, einfach diese Staffel war wirklich grandios, weil, ja, ich den einfach toll fand. Und ja, das fand ich wirklich gut. Dann habe ich jetzt tatsächlich auch die erste Folge dieser Staffel nicht mitbekommen. Es sind ja jetzt die Boss-Hosts, die Gastgeber, die sind mir nicht gerade sehr sympathisch, aber ja, das kann man natürlich nicht so was machen. Aber was mich einfach interessiert hat, ist zum einen Mark Foster und zum anderen ist auch Paddy Kelly, alias sozusagen Michael Patrick Kelly, dabei. Und das ist ja, also man hat die ja in meiner Jugend, die waren ja Anfang bis Ende der 90er, entweder man hat sie gehasst
oder man hat die Kelly Family geliebt. Und ich war so ein Mittelding, weil meine beste Freundin die absolut geliebt hat und ich da gar nicht drum rumkam. Ich selbst aber gar kein so echter Fan war. Ich fand die Musik ganz okay. Ich war halt so Boyband und Punk geschädigt. Passt jetzt gefühlt auch nicht zusammen. Aber habe mich mega gefreut auf die Woche von Michael Patrick Kelly und die Songs. Und das war einfach grandios, so in dieser Zeit zurückzugehen. Es wurden eben auch Kelly-Songs gesungen. Und ich fand das einfach ganz, ganz toll. Zudem eben auch Songs von seinen neuen Alben, seitdem er eben Solokünstler ist, die ich auch sehr, sehr liebe. Und habe auch beide Alben schon auf Spotify hoch und runter gehört. Also das erste jetzt, das zweite ist ja relativ neu. Und ja, absolut empfehlenswert. Hat echt Spaß gemacht, sich das anzugucken und halt auch mitzusingen. Ne? Das ist, sowas merkt man sich. Ein Gedicht aus der Schulzeit kriege ich nicht mehr zustande, aber Kelly-Songs von 1995 läuft. Ja, ich denke auch mal, dass ich in der nächsten Woche wohl immer mal wieder ins Tauschkonzert gucken werde. Ich gucke die ja auch oft dann einfach in der Mediathek, weil mir einfach die Werbung auf Vox sehr auf den Keks geht. Von daher kann ich da nur empfehlen, im Internet zur Not zu gucken und sich im Grunde die Folgen im Nachgang einfach anzusehen. Sonst, glaube ich, gab es in der Woche nicht allzu viel. Ich lag sehr viel in der Sonne, habe das wirklich sehr genossen. Ich bin einfach ein Sommerkind, ich liebe das und mir ist das auch nicht zu warm, sondern ich blühe da wirklich auf. Ich weiß, viele stöhnen über dieses Wetter, kann ich verstehen. Mir geht es eben im Winter so. Wenn es unter 10 Grad hat, stöhne halt ich. Ne? Also von daher, es ist ja irgendwann erwischt es alle, irgendwann kommt eben das Wetter, was man nicht so liebt. Und von daher ist das dann ja wieder ausgleichende Gerechtigkeit, wenn man so möchte. Ja, was ist für die kommende Woche geplant? Es wird ein Q&A-Video von mir geben. Ihr konntet mir ja auf Instagram, Facebook Fragen stellen. Das anlässlich meiner 3000 Abos, über die ich mich nach wie vor mega freue. Und es wird darin auch ein kleines Buchgewinnspiel geben. Es ist da ein kleines Büchlein bei mir angekommen, das ich verlosen kann und möchte. Und ich denke mal, dass das auf jeden Fall kommt. Und ich denke mal, Medimops wird ja auch nicht so lange auf sich warten lassen. Vielleicht kommt dann das Unpacking auch schon in dieser Woche. Und dann ist ja der Juni auch schon um. Es ist echt der Wahnsinn, da ist das halbe Jahr schon wieder vorbei und der Sommerurlaub naht, denn ich habe ja 3 Wochen im August Urlaub und freue mich da auf jeden Fall sehr darüber. Lesetechnisch, könnt ihr auf Lovely Books immer mal vorbeigucken, da habe ich den aktuellen Status meiner Current Readings immer vermerkt, guckt da einfach mal vorbei. Und ich habe jetzt auch nichts mehr auf meinem Zettel, ich glaube, ich habe auch nichts vergessen. Nein, ich glaube nicht. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit meiner Bücherwoche. Vielleicht kennt ihr ja das ein oder andere Buch oder habt vielleicht auch nach wie vor zu Downton Abbey Leseserientipps. Ist schon einiges eingekommen, was auf meiner Watchlist und Readlist ist. Da würde ich mich natürlich freuen. Wünsche euch nun noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.